Ja, weshalb müssen sich die Zellen im Körper bei Erleuchtungserfahrungen ändern? Was passiert da beim Körper? Wir sind doch eigentlich nicht getrennt von Gott, oder sind wir doch von Gott getrennt, beziehungsweise durch nicht erleuchtete Körperzellen? Weshalb ist dieser Änderungsprozess für den Körper schmerzhaft? Ganz einfach, da muss man jetzt unterscheiden. Erleuchtungserfahrung von Erleuchtung. Erleuchtet ist das ganze Universum, erleuchtet ist alles. Jede Zelle ist immer schon erleuchtet. Ja? So wäre das mit. Das ist eines der Paradoxe und der Dinge, die man missverstehen kann, wenn man die duale Sprache benutzt. Wir haben keine andere. Wir haben nur diese Sprache. Ich spreche auch diese Sprache, und dann kommen solche Sachen raus, dass man es so verstehen kann, wie du das jetzt schreibst. Und das ist schade. Aber ich sehe da mich als Täter und nicht dich. Also nicht du hast das missverstanden, sondern ich habe es ungenau ausgedrückt, nicht gut genug ausgedrückt oder hätte es besser gar nicht ausgedrückt. Also. Die Erleuchtung ist immer. Ich mache es jetzt möglichst kurz knackig. Erleuchtung ist immer. Ja? Was aber passiert, wenn ein Körper wirklich die voll und ganze Erleuchtungserfahrung hat, also jene mit Energie, wo du auch die Erfahrung machst, das ganze Universum zu sein und nicht nur nichts zu sein oder nicht nur ich bin zu sein oder nicht nur Gewahrsein zu sein. Das ist alles nur ein Nebeneffekt oder der Weg dorthin oder viele Phänomene danach. Aber wenn du diese Erfahrung hast, das komplette lebendige energetische Universum zu sein, als Energie, Materie, jeder blöde Planet in diesem Universum, jeder kalte Stein bist du. Wenn diese Erfahrung da ist, ja, dann ist das eine energetische Erfahrung. Und diese energetische Erfahrung hat Auswirkungen auf den Körper. Sonst bleibt es eine rein geistige Erfahrung im Bewusstsein, und dann muss das überhaupt keine Auswirkungen auf den Körper haben. Dann reicht es zu erkennen, ich bin Gott, und Gott ist eh immer schon das. Der braucht keine erleuchteten Körperzellen. Die erleuchteten Körperzellen, das ist etwas, was danach geschieht, durch diesen Kundalini-Prozess, durch diesen energetischen Prozess, der in diesen Körpern geschieht, wo wirkliche Erleuchtung geschehen ist, passiert dann eine Art evolutionärer Umbau. Ja, es werden die auch die Gehirnstrukturen umgebaut, es werden die neuronalen Netze umgebaut, und auch die Zellen gehen in eine Befreiungsarbeit. Alte Traumata, aber dazu brauchst du nicht einmal eine Erleuchtung, um Traumaarbeit zu machen. Ja? Alte Traumata werden aufgelöst und die Zellen werden wieder mit Lebensenergie gefüllt. Und darum, ich verwende, man könnte auch Erwachen sagen zu der Erfahrung des Gottseins, aber darum verwende ich da den Begriff Erleuchtung, weil wirklich da diese Zellen energetisiert werden. Und Energie ist Licht sozusagen. Nicht wirklich Licht, aber eben Energie. Reine Energie. Und alle Zellen werden energetisiert. Und das ist das, was Licht ist. Ja? Und das ist das, was Fegefeuer ist. Es brennt. Es brennt die ganzen Muster weg. Es brennt die ganzen Traumata weg. Das ist ein individueller Prozess. Das ist ein Prozess, der dir individuell was bringt oder nicht bringt, weil um dich geht es dabei gar nicht. Um mich. Es ist ein individueller Prozess. Es ist für mich trotzdem geil, so zu leben. Es ist eine geilere Erfahrung als was weiß ich, Schnaps zu saufen. Ja? So einen Prozess zu haben. Ja? Da teilzuhaben. Aber es ist individuell komplett bedeutungslos. Es bedeutet mir nichts. Es bedeutet Gott nichts. Es bedeutet mir als das, was ich bin, als Bewusstsein nichts. Aber es ist ein evolutionärer Prozess. Den macht man für die Welt, für die Evolution. Man ist hingegeben. Das ist nicht was, was man für sich selbst macht oder für diesen Körper. Der stirbt sowieso. Und ob man das niederschreibt, was erfahren wurde oder nicht, ist völlig bedeutungslos. Weil das Kollektiv lernt dadurch. Das kollektive Menschsein, das Programm Mensch, von der Evolution, das Programm Mensch entwickelt sich weiter, genau auf diese Art und Weise. Das hat mit Erleuchtung direkt nichts zu tun, aber jene, die das erfahren und diesen energetischen Prozess erfahren, werden dabei benutzt, weil da ein Umbau geschieht, der meist mit Erleuchtung eher zufällig einhergeht. Jo, das war jetzt möglichst knackig.